So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hidden Time. Weiter geht's. So, machen wir das mal ein bisschen so. Und so, dann hört sich das alles schon viel besser an. Bird Studio, Kapitel 2, Part L Nr. 4. Das wird lustig. Das wird lustig. So, was haben wir denn hier? Okay, ich will aber gerne meinen Hut mit Schleife aufsetzen. Ja, der ist so süß, der Hut mit Schleife. Gut, hier scheint es echt abzugehen. Ich muss da hoch. Dieses Filmstudio ist zu groß für uns beide, DJ Groove. Der Film soll von richtigen Vögeln gemacht werden. Ihr Mondpinguine schreibt doch immer wieder ein lautes, lärmendes Geschwafel. Wenn ich einen Haufen Grünschnäbel auf den Volk, die auf Vogelsamen sind und albern rumtanzen, dann würde ich meinen Enkel besuchen. Unsinn, Schätzchen, Unsinn. Ihr Eulen-Expressvögel werdet sowieso wieder einen langweiligen Western mit einem Zug filmen. So wie die letzten 10 Jahre schon, Schätzchen. Was? Nein, haben wir nicht, du Dummkopf. Doch, haben sie. Schaffner, Schätzchen, dieses Jahr werden wir den jährlichen Bird Movie Award gewinnen, da unser neues Reliquien die Zuschauer begeistern wird. Diese glänzenden Teile sind vom Himmel gefallen. Sie werden unsere Filmsets mit Licht und Glimmer füllen. Oh ja? Nun, dieses Mal werden wir auch mit unseren neuen Requisiten ordentlich aufpeppen. Diese Sanduhr-Dinger werden das große Juwel in unserem Western-Zugüberfall sein. Wie bitte, was? Die Dinger gehören eigentlich mir, ihr dreckigen Grünschnäbel. Ihr habt unsere Requisiten kopiert. Niemals, Schätzchen, ganz klar. Bist du derjenige, der sich von meinem strahlenden Requisiten inspirieren lassen? Das reicht. Verschwinde. Ich habe einen Film zu drehen. In Ordnung, Schätzchen. Aber wir werden diejenigen sein, die diesen jährlichen Bird Movie Award gewinnen. Merkt ihr meine Worte? So, ich nehme an... Ja, die sind alle irgendwie so ein bisschen... Ja, 2 Filmeproduzenten, die sich so rumboxen. Wollen wir doch mal sehen, wie gut euer Film wird, wenn ihr nicht mal zur Rezeption könnt. Oh, warte. Die Grünschnäbel im Studio einzusperren, zwingt sie nun dazu, noch härter zu arbeiten. Ist egal. Nun gut, Zeit zu gehen, meine Herren. Lasst uns unseren Killerfilm drehen. So, wir müssen jetzt mit beiden so ein bisschen hin und her eiern, aber wir brauchen auch diese Reliquien. Oh, Rezeption, könntest du diesen Lüftungsschacht dort endlich in Ordnung bringen? Ich will keinen Geruch von Pinguin nicht in der Nähe meiner Crew haben. Okay. So, wir kommen hier auch nirgends rein. Hier, das hat er zugemacht. Die Blues Brothers für Pinguine. Du bist kein Vogel, nicht? Was bringt dich nach den Dead Bird Studios? Bevor du was sagen kannst, du solltest DJ Grooves neuen Film anschauen. Der ist echt gut und ich wurde nicht bezahlt, das zu sagen, ehrlich. Also, doch. Und die labern hier alle nur irgendeinen Stuss. Und ich sollte mal den Timer starten. So, jetzt können wir hier rein. Okay, unbefugtes Betreten, minus 7000 Dollar. Wir kriegen jetzt hier eine fette Rechnung bei allem, was wir tun. Die müssen wir fett abbezahlen. Und ja, das wird halt teuer. Alter, 7000 Münzen muss ich bezahlen. Nur Vögel dürfen hier rein. So, nach links. Da müssen wir dann schon hin. Wir sind hier natürlich undercover, deswegen sind wir hier die kleine James Bond. Ich find's cool. Oh, eine Waffe mit der... Wer hat mit der Hand früher nicht hier... Piu, piu. Alles klar. Piu, 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 piu. Ja, die dürfen uns natürlich nicht sehen. Erinnert mich irgendwie, DJ Grooves, der erinnert mich irgendwie an Happy Feet. Ist doch auch so ein Pinguin-Film, wo sich die Leute, ist auch so ein Tanzfilm. Und die Eulen halt natürlich... Das sieht irgendwie so richtig lahm aus, so wie in der Schießbude am Weihnachtsmarkt oder auf diesen ganzen Kirmessen, wo man mit Luftgewehren schießt und die Leute einfach nicht schießen können. So, immer wenn wir was kaputt machen...
wird unsere Rechnung größer. So, wir werden nicht sofort entdeckt. Also die werden erst so ein bisschen auf uns aufmerksam, dann haben wir noch Zeit, was zu machen. So, was haben wir denn hier? Es ist so kalt. Du hast genügend Garn, um es zu nähen. Enough to stitch ahead. Oh, super, wir können jetzt den Eishut basteln. Gotcha. Super, jetzt haben wir hier so einen Eishut und können uns in so eine Eisskulptur verwandeln. Und manchmal können wir, Dingsbums, wie heißt's? Manchmal bringt uns das weiter. Zeitriss, Dead Bird Studio. Ich nehme an, wir sind im Requisitenraum. Hier bleibt natürlich, im Zeitriss bleibt natürlich die Zeit stehen. Ah. So einer ist das. Oh, shit. Jetzt muss ich hier auch noch aufpassen. Ich dachte, ich könnte mal so ganz entspannt mal so eine abendliche Runde Hat in Time spielen, aber... So, hier gibt es wieder Karten. Diese Karten erzählen so die Story. Du musst sie halt wirklich alle finden. Oh nein. Stimmt ja, die darf uns nicht sehen. Können wir die Kamera um... Okay, es hat geklappt, das zu sammeln, aber... Oh, okay. Ich dachte, dass wir die Kamera umhauen können. Das wusste ich nicht. Ja, ich bin kein Profi in dem Spiel. So, jetzt können wir hier lang gehen. Die Frage ist, möchte ich... Wo möchte ich lang? Eigentlich möchte ich... Oh. Das brauchen wir. Ich will natürlich auch ganz gerne die Dingsbums haben. So, wir haben jetzt offiziell genug, um die nächste Ebene zu erreichen. Aber... Oh, aua, aua. Och nö, wieder am Anfang. Das ist so gemein. Na gut, es geht ja noch. Ich hasse das, deswegen hasse ich dieses Seil-Dingsbums, weil wenn du das Seil nicht richtig triffst, dann kann es passieren, dass du ganz schnell... Ja. Das ist so mies. Gut, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß von vorne machen. Wahrscheinlich auch mit... Karten. Ja. So, gut, das haben wir. Ich sehe jetzt hier nichts. Kann ich das irgendwie so ein bisschen... Ja, geht. Super. Super. Aber ich hatte doch 3 Kronen. Wo ist denn die andere hin? Blöd, ich hatte doch beim letzten Mal 3. Achso, ja. Gut, hier hoch geht's nicht. Okay, hier haben wir 1. Ist halt die Frage, ob es Sinn macht. Oh ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber super. So, ich bin in der nächsten Stufe. Was haben wir denn hier? Das ist ein Stück Papier an dieser Box festgenagelt. Es ist eine Rechnung für eine Requisitenlieferung. Eigenartig sieht es aus, als wollte jemand Corki Quest 7
als wollte ich von Corki Quest 7, aber die Lieferung ist nie angekommen. Stattdessen haben sie anscheinend eine Box mit Fischen erhalten. Interessant. Corki Quest 7, ist das eher so ein Dingsbums? Okay, da hinten ist was. Ich gucke mich mal in Ruhe um hier. Das könnte ein etwas längerer Part werden, aber diese Dinger sind extrem... Das ist halt extrem wichtig. Hier brauchen wir den Eishut. Der bringt uns von... Der bringt uns hier auf diese Box. Ich probier's mal. Jo. Klappt auch so. Super. So. Mist. Aber ich habe das Ding noch gekriegt. Super. Okay. Die Scheinwerfer dürfen mich natürlich nicht sehen, glaube ich. Oder? Nee, die Scheinwerfer sind egal. Alles klar. Ja, hier muss man aufpassen. Hier kann man nämlich auch ziemlich weit hochlaufen. Da kann dann auch mal was versteckt sein. Ach, Mist. Okay, das klappt so nicht. Aber vielleicht klappt das hier, wenn ich das richtig mache. Wenn das... Ich weiß nicht, ob das unendlich geht. Ach Mist, das hat hätte geklappt. Komm, dann schaffst du, Mädchen. Super, dann haben wir das schon mal. Dann bin ich mal hier oben. Hier geht's auch hoch. Hier brauchen wir den Hexenhut. So, gab aber nur Kohle. Naja, was heißt nur, ne? Ist eigentlich auch nicht schlecht. So, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen, wo ich überhaupt lang möchte. Ich glaube, hier kann man sich entlanghangeln an den Dingern. Da oben ist noch was, da hinten ist noch was. Ich probiere es einfach mal so ein bisschen getrickst. Die Säcke können wir ausnutzen. Und keine Angst. Die Säcke kommen wieder. So, wir brauchen 4 Stück insgesamt. Das haben wir. Oh, ich dachte, ich hätte mich jetzt hier festgeglitscht. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Ich lasse mir hier bei diesen Dingern Zeit. Einfach mal, um zu gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. So, was war denn hier oben? Das war doch auch nicht umsonst. Okay, da oben ist noch was. Die Frage, okay, da komme ich von hier entlang. Hier unten ist auch noch was. 6 von 8, ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. So, da hinten muss ich noch hin, ohne dass mich die Kameras erwischen. Das ist jetzt aber nur so ein. Okay, wir können da noch einen neuen Doppelsprung machen. Das ist super. Gut, dann ist das schon mal fertig. Gucken, ob ich da irgendwie hoch kann. Ja, 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 ja. Nein! Nein, nein! Oh, oh, das ist... Ist das mies. Die Frage ist, komme ich da jetzt überhaupt... zurück? Ja, komme ich. Irgendwie hat es geklappt. Super. Gut. Ich will aber trotzdem noch mal gucken, ob es Sinn macht, darüber zu eiern. So, erstmal hier hin. Hier haben wir alles. Genau, jetzt hier an Höhe gewinnen. Nee, da oben ist nichts mehr. Hier oben.
So, hier oben ist sonst auch nichts mehr. Ich sehe jetzt nichts. Könnt mich korrigieren, wenn ihr was seht, was ich nicht sehe. Aber ich glaube... Wir kommen ja auch nicht rüber. Okay. Also so zumindest nicht. Gucke ich einfach mal, ob hier... Nö, gut, dann gehe ich hier einfach mal weiter. Die sind krass, weil die musste aktivieren, dann liefern die Strom. Genau, die Eulen brauchen so eine gewisse Zeit, bis sie uns registrieren. Das bedeutet, hält sich noch in Grenzen. Aber ich möchte natürlich gerne auch alle... hier alle Dingsbums finden. Alle Karten. Dann können wir mal gucken, was es mit den Eulen so auf sich hat. Beziehungsweise generell mit diesen Vögeln hier. Was für komische Vögel das sind. So. Hier müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Oh, das war knapp. Keine Ahnung, warum nehme ich... Wow! Okay. Okay, das ist da oben. Frage ist, muss ich hier rüberspringen? Okay, die Kamera selbst sieht mich nicht. Boah. So, wir haben wieder Energie bekommen. Alles klar. So. Die wechseln sich hier so ein bisschen ab. Von daher... Ah, da brauche ich noch einen Hut. Um darüber... Brauche ich wirklich einen Hut? Ja, Sekunde. Ich glaube, wir kriegen hier nämlich noch einen Hut, wo wir dann hier theoretisch rüberkommen könnten. Aber das geht auch so. So, hier in der Kiste ist nichts. Bleib jetzt in der Kiste. Boah. Die Kleine ist ganz schön flink. Das muss man ja lassen. Was soll das denn? Warum bist du denn da einfach runtergesprungen? So, die Eulen sind natürlich auch nur ein bisschen dämlich. Die gucken nur in eine Richtung. Zu unserem Glück natürlich. So, hier können wir jetzt lang. Ich gucke gerade, ob es Sinn macht, sich hier entlang zu... Hier entlang zu... Langsam entlang zu laufen. Ganz langsam. Nee, das schafft die. Okay, da ist nichts. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig... Ich mache das Level noch zu Ende, dann gucke ich mal, wie... Was der Timer sagt. So, wir könnten da jetzt hier weitergehen. Ich will aber nur sicher gehen, dass ich auch alle... Dass ich alle von den Dingern habe. Sieht für mich aber nach einem Erfolg aus. So, hier geht's weiter. Okay. Hier ist also ein Zeitrift. Den müssen wir kaputt machen. Es ist die Frage, ob es Sinn macht, hier noch weiter zu gucken, bevor wir den zerstören und hier alles reparieren. Da oben ist nämlich noch was. Gut, das wollte ich nämlich haben. Oh, super. 8 von 8, perfekt. Jetzt hier hoch und drauf. Also mit Zeitstücken würde ich normalerweise nicht so umgehen. Die Kleine weiß, was sie tut. Jo. Das gab ordentlich Money. Super. Oh, super. Freue ich mich. Doch, wirklich. Und
Contractor and Grooves, Big Dreams. So, es gab einmal zwei Produzenten. Der eine lebte auf dem Mond, der andere im Westen. Sie schauten gerne Filme, als sie klein waren, und waren sehr begeistert von dieser Idee. Und beide träumten sie davon, eines Tages diesen Preis zu gewinnen. Also beschlossen sie, ihre Filme zu machen und diese Preise zu gewinnen. Sie haben sich dann in dieses Bird Move Studio eingenistet und haben es gemietet, beide zeitgleich. Sie haben aber gemerkt, dass es nur einen Raum zur Produktion gab, also mussten sie ihn sich teilen. Diesen misslang jedoch, weil jeder seine eigene Vorstellung von seinem Film hatte und sie konnten sich nicht einigen, wer zuerst kommt. Also, da sie sich nicht einigen konnten, wurde das Studio in zwei geteilt. Einmal in den Western liebenden Zugführer und einmal in den musiklebenden Mondpinguin. So wie ich das verstanden habe, ich habe die Bilder jetzt rein interpretiert. Erneut drehen. Eine neue Farbe brauchen wir nicht. Komm, machen wir nochmal. Hutflair. Ja, haben wir jetzt keine Chance mehr. Ja, hab ich doch schon. Na gut, blöd gelaufen. Das kann natürlich auch schon mal passieren, ne? So, was sagt die Zeit? Ja, wir können eigentlich nochmal eine Runde machen. So, wir werden jetzt hier zurückgeportet. Nicht ganz zum Anfang, das ist ganz cool. Und wir müssen natürlich jetzt... Das Zeitstück haben wir gefunden. Und hier weiter geht's. Some Girl! Dead Bird Studio. Ja, ja, ihr seht richtig, die hat zwei Sonnenbrillen auf. So, jetzt müssen wir den ganzen Kram nochmal neu machen. Oh, unser Hut ist jetzt gestreift. Ja, wir können das ja jetzt alles komplett überspringen. Super. Ja, wir haben entweder das hier. Kitzhut Sternchen 1 oder mit zwei Sternchen. Ah, es ist doch nicht Neues. Yay, wir haben eine Sonnenbrille. Yeah, I'm too cool for school. Zwei Sonnenbrillen. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen. Zerstörung von Eigentum. Okay, mehr als zwei Sonnenbrillen kriegen wir nicht hin. Alles klar, aber wir haben, hey, zwei Sonnenbrillen. Wir sind mit einer Sonnenbrille... Der kleine Head-Kid-Girl ist so schon cool genug. Mit einer Sonnenbrille ist unsere Coolness verdoppelt, aber mit zwei Sonnenbrillen sind wir natürlich... haben wir es natürlich verdreifacht. Ja, wir wissen, wo wir lang müssen. Wir wissen auch, dass die uns nicht finden dürfen. Immer wenn wir rausgeschmissen werden, verlieren wir also ein Leben. Deswegen ist es nicht unwichtig, dass hier Leben rumgammelt. So, lass mich mal ganz kurz was gucken. Ich meine, hier oben war ich schon. Nee, war ich noch nicht. Super. Hier wirklich alles abklappern. Boah, macht der ein... Wir könnten natürlich theoretisch auch zurück, aber das brauchen wir nicht. Jo, bei unserem ersten Einbruch erstmal fett. Dingsbums aufgeschwätzt. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, außer dieses Zeitstück. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ah, nee, rutscht hier runter. Okay. Das war's. Okay, das müssen wir richtig timen. Wir müssen nämlich in beide Richtungen. Super. Wir sind der kindliche James. Wir sind die Tochter von James Bond. Uns darf niemand sehen, was wir tun. Du. So, guck rüber. Oh, wunderbar. Super. Gut. Will ich darüber oder will ich darüber? Was gibt es denn da zu finden? Das ist immer schwierig, alles abzuklappern. Da
ganz vorsichtig, ganz ruhig. Zerstörung von Eigen. Ach so, weil wir die Säcke kaputt. Oh, das. Ist das gemein. Okay, dann will ich mal gucken. Wir können uns hier natürlich. So, jetzt können wir hier zurückfahren. Ja, da muss man aufpassen. Pinguinbelästigung. Ja. Oha. 16.000 Rubine. Leute, wie soll ich die, wie soll die Kleine das denn finanzieren? Nein! Oh, ja. Studioaufnahmen gestört. Minus 100.000. Oh. Ist das im Film wirklich alles so teuer? Das glaube ich so richtig nicht. Oh, hier gibt es noch Fett Money. So, was haben wir denn hier? Den Garn haben wir schon. Super. Diese Schritte von der. Ach, ehrlich. Okay, hier können wir kurzzeitig den Strom ausmachen. Dann komme ich hier durch. Manipulation der Elektronik. Tausender. Yo. So, das geht hier langsam. Frage ist, möchte ich hier lang? Nee, da muss ich nicht lang. Okay. Also die machen hier echt Studioaufnahmen, die extrem... Ja, die halt extrem... Ja, sind halt Nachbarn, Regisseure, die Nachbarn sind. Tippi K.O. Zerstör, komm, wir machen, wenn schon, denn schon, oder? Oh. So, brauchen wir Energie. Eulenbelästigung kostet auch Fett Kohle. Okay. So, Pinguin, geh bitte zurück. Danke. So, jetzt warten wir, bis er hier weg ist. Oh, super. So. Ich will mich hier nochmal umgucken. Nee, alles klar. Mit dem müssen wir schwätzen. Bezaubernd, atemberaubend. Diese Trophäe ist alles, was ich will. Auf dem Regal in meinem Wohnzimmer. Natürlich ist das nur eine Plastikkopie. Die eigentliche Trophäe ist sehr klein. Hi. Ach du meine Güte, was sehe ich da? Ist das innere Schönheit? Eine pure Seele mit einem Herzen aus Gold? Ja, ich muss... ja, auf jeden Fall. Oh nein, es ist nur ein kleines Mädchen. Hallo. Oh, Moment, du bist kein Pinguin. Das ist super. Ich könnte ein wenig menschliche Gesellschaft vertragen. Da die Pinguine alle ziemlich schlechte Schauspieler sind. Hier ist mein Problem. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe seit Jahren nur verloren und muss den Bird Award Movie Studio dieses Jahr einfach gewinnen. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Du musst der Star meiner Filme werden. Hier, ich übernehme das. Oh, cool. Wir müssen einen Vogelpass besorgen, Schätze. Komm kurz her. Und das Wichtigste vom Pass ist das Foto, Schätze. Du musst auffällig und atemberaubend aussehen. Stell dich da drüben hin. Lass uns das Foto schießen. Okay, lächeln und bleib stehen. Beweg dich nicht. Mal sehen, wie das Foto geworden ist. Was?
Schätzchen, du hast dich bewegt. Das Foto ist ruiniert. Wie konntest du nur? Wir müssen dieses hässliche Verbrecherfoto mit etwas guter alter Farbe in Ordnung bringen. Hier, nimm diese Stifte und mach dich zum stylischen, modischsten Mädchen. Okay. Gut, was machen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Lippenstift. So richtig schön, wenn schon, richtig schön fett. Ja, so, dass die Lippenfarbe von der Lippe tropft. Natürlich, wie soll ich denn das schaffen? Jetzt fehlt natürlich der Mund. Oh, mit Controller, ey, lecko mio. Warte mal, ich wollte doch die schwarze Farbe malen. Ich brauche schwarz, dann muss ich das dunkel machen. So. So, natürlich brauchen wir hier so Katzenaugen. So ein Strich dahin. Ja, das machen wir jetzt diesmal andersrum. Anstatt ein schwarzer Streifen und gelbe Augen machen wir einfach... Obwohl, warte mal, vielleicht könnten wir... Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Warte, ich probiere mal wirklich so Katzenaugen zu machen. Oh, das kannst du vergessen. Vielleicht geht das mit der Maus. Aber mit der Maus geht das viel besser. Entschuldigung. Für die Katzenaugen nehme ich die Maus. So und so. Das sieht schon echt gruselig aus. Alter Schwede. Oh ja, auf jeden Fall. So soll mein Passfoto auch aussehen. Super. Ich weiß, ich nerv gerade ein bisschen rum, aber wenn schon. Machen wir uns so ein Kätzchengesicht, hm? Also ich kann nicht einfach nur klicken, ich muss das Ding wirklich bewegen dafür. So. Dann hier noch so ein paar Öhrchen. Hä? So. So, das wird hier so ein bisschen... So, die kommen natürlich hier so ein bisschen unstylisch aus dem Hut raus. Aber, naja, das rechte Ohr ist nicht ganz so toll geworden. Ach komm, ist egal. Und jetzt wieder mit Schwarz. So. Hier so ein Haarreif, so ein Katzenöhrchen-Haarreif. Super. Passt doch ganz gut. So. Das zieht jetzt unser Profilbild. Jetzt nur noch das Foto und passt und fertig. Hier ist dein Pass. Laut Gesetz bin ich jetzt ein Vogel, glaube ich. Wunderbar, Schätzchen. Einfach wunderbar. Triff mich morgen am Set. Wir werden dich zu einem Star machen. Gut. Das war wichtig. Hey, was denkst du, was du da machst? Du kannst hier nicht einfach reinspringen mit dem jährlichen Bird Movie Award herumstellen. Das ist Betrug. Betrug, hey, alle mal aufgepasst. Wir haben hier eine Betrügerin. Wo sind meine Wacheulen? Warum sind die immer so verdammt nutzlos? Okay, hör mir zu, Leslie. Du bist in großen Schwierigkeiten. Wenn du dem betrügerischen DJ Grooves hilfst, die Preisvergabe zu manipulieren und ich dich auch nicht ins Gefängnis stecken kann, dann wirst du auch mir helfen müssen. Richtig gehört. Du wirst auch in meinem Film ein Star der Star sein. Hier. Halt unser neues Requisit, üb es gut zu präsentieren und bring es morgen zu meinem Filmset. Verstanden? Komm ja nicht zu spät. Gut, wir sind jetzt der Star von beiden. Wir können in diesen verschiedenen Machenschaften Punkte sammeln und der verliert sozusagen, oder der gewinnt, auf jeden Fall die Gegenseite. Einer von beiden wird dann, wir können dann wählen, wer unser Gegner wird. Von daher, ja, die nächsten Level werden ein bisschen entscheidend. Ich habe es bis jetzt immer so geschafft, dass ich mit DJ Grooves gewonnen habe und dass ich dann gegen den Eulentypen kämpfen musste.
wie Eindringling Alarm. Ah, ist das der Bürgermeister? Ah, von unserem... Oh, super. Was haben wir denn hier? So, wir treffen uns wieder, mein Erzfeind. Was? Du erinnerst dich nicht an mich? Wie unhöflich. Ich bin's, Boss der Mafia. Du hast mich in unserer kleinen Auseinandersetzung gesprengt. Und ein kleiner Freund hat meine Überreste in dieses Glas gestopft. Ja, wir haben Marmelade drauf. Ich habe keinen Körper, ich sollte zornig sein, aber ich bin es nicht. Vergangenheit ist Vergangenheit und ich akzeptiere deinen Kadaver als Entschuldigung. Du willst ihn mir nicht geben? Du hast vielleicht Nerven. Hätte ich doch noch Hände, würde ich dir jetzt eine klatschen. Ich kaufe mir einfach einen neuen Körper. Es gibt ja bestimmt jemanden, der seine Leiche für Geld verkauft. Ich sehe zwar nicht gerade danach aus, aber ich komme viel herum. Ich kenne alle geheimen Orte auf dieser Welt. Kaufe meinen Entdeckeranstecker und ich zeige dir, wo du Schätze finden kannst, die dich reich machen. Boah, 400. Ist zwar ganz... Bye-bye. Gut, das war's für heute. Die Kleinen und ich, wir machen hier... Bye-bye.